So. Hm. Also, ah, der macht auch mehrere. Ja, dann so und, nee, so nicht. So und so, genau. Gut. Und hallo, Skelette. Hier könnte ich die Combo schaffen. Komm, ich zieh mal so viele Skelette wie möglich zusammen. Bis ich ungefähr das Gefühl habe, ich habe 200 beisammen. Töte nur eure Spawner. So. Zieh noch mehr zusammen. Kommt, kommt. So, und jetzt wird geschnetzelt. Jawohl, 200er Combo geschafft. So. Hier das Geld einsacken. Hier macht das schon wieder ein bisschen Fun. Wow, hier war sogar ein One-Up. Also ja, ich bin froh, dass ich mit unendlich Leben spiele. Weil spätestens hier hätte ich wahrscheinlich alle Leben, also auf Akt 4, nicht hier in der Bonus-Stage jetzt, hätte ich wahrscheinlich alle Leben verloren. So. Hier nochmal ordentlich durchheizen. Habe ich hier oben eigentlich schon alles getötet? Nein, da oben ist noch ein Spawner, den... Also ja, ich töte wirklich alles hier in den Bonus-Stages. Einfach, weil ich es kann. So. Oh, und hier liegen ganz viele Mana-Kristalle rum. Sehr schön. Wenn sie mir schon so ein Schlachtfest hier anbieten, dann nehme ich das doch auch gerne richtig wahr. So. Jetzt müsste hier aber alles geräumt sein. So, genau. Jetzt kann ich mich da oben weiter prügeln. Und dann durch die ganzen Horden hier. So. Spawner töten. Einfach mal durch die ganze Skelette durch. So. Schlüssel einsacken. Und weiter durch die Spawner. Ja, guckt, wie sie sterben. Übertrieben übel, oder? Was für Kombos ich hier mache. So, weg, weg. Oh, da oben habe ich einen übersehen. Das kann doch nicht sein, so. Weg mit euch. Tür auf, Schatzkammer plündern. One-Up, Strange Plank. Eine Strange Plank in der Bonus-Stage. Auch mal nicht schlecht. So, so, so. Ja, durch das Upgrade hält mein Brummkreisel, mein Spin Dash hier auch ein bisschen länger. Was das Ganze richtig noch mehr übertrieben macht. Boah, dafür wird Lea schon langsam schwindelig. So. Alles geklärt? Ja. Könnt ruhig auf mich schießen. Ich bin unbesiegbar. So, Exit. Und wir sind wieder hier. Auch gut. So, jetzt können wir uns den Weg zurückbahnen zum
Anfangsding. Also einfach hier runter. Hier den Hauptweg runter und Sesam, öffne dich. Hi Kumpel, du hast gar nichts mehr für uns. Das heißt, wir sind beim 9 Plus Ultra angekommen. Wir haben nur noch den Weg hier drüben. So, hier könnten wir einfach mal den Rüstungsschmied öffnen und uns noch die Divine Wrath kaufen. So, jetzt heißt es hier umgucke. Weil hier haben wir erst recht noch nicht alles geklärt. Und ich glaube, hier hätten wir auch zuerst lang gehen sollen, weil hier die etwas niedrigeren Händler gewesen wären. So. Einmal so rum. Einmal alles töten. Wow. Das war fast schon fatal. So, dort ist ein Flammendinger. Also wieder so eine Lava-Ebene. Heiler. Die Schilder aufstellen. So. Durch die Spawner durch. Skelett. Oder irgendwelche komischen Ritter. Sagen wir einfach mal, es sind Zombies. Auseinandernehmen. Und euch auseinandernehmen. So, Geld einsacken. Übrigens den Schlüssel da oben nicht vergessen. Da oben war nämlich noch ein Bronzeschlüssel. Ah. Ja, so. Genau der da nämlich. Und mit dem können wir die Schatzkammer öffnen. Sehr gut. Geld, Geld, Geld. So. Au, au. So, weg mit euch. Ihr gebt noch mehr Leben und Mana. So. Im Augenblick habe ich gar keine Schlüssel mehr und ich kann mir schon vorstellen, warum. Ich habe jedoch das Gefühl, wenn ich hier drauf trete, habe ich ein Secret geöffnet. Okay. Ja. Autsch. Im Feuer drin stehen ist nicht unbedingt gesund. Habe ich gehört. Weil man ziemlich schnell ankuckelt. So. Weg da. Was mache ich nur mit euch? So. So, weg mit dem Nekromanten. Und weg mit dem Ding. Auf jeden Fall, bevor wir zum Boss gehen, nochmal zu den beiden Waffen- und Rüstungshändlern da oben gehen. So, jetzt erstmal den Stacheldinger wegbolzen. Und so wie es aussieht, sind wir einfach die Flammenenge hier umgangen. Okay. Aber da ich mich gerne verbrenne, gehe ich nochmal hinein. Also ja, wir hätten wirklich erst dieses Stockwerk clearen sollen, bevor wir uns ins nächste wagen. Hier scheint es nämlich etwas einfacher zu sein. So, hier bräuchten wir erstmal wieder einen Bronzeschlüssel. Dafür ist jetzt dieses Stockwerk einfacher. So. Da ist das die nächste Eisturret. Mitsamt Schlüssel. So, einfach ausschalten und abhauen. Und jetzt können wir hier öffnen und uns das Geld schnappen. So.
Die alle weg. Ups. Das Ding weg. Bogenschützen-Spawner weg. Und am besten den Stachelwürger so auch weg. Ich kann mir vorstellen, dass das hier das Secret ist, was revealed wurde. Ja, sehr schön. 47 Tode. Mal sehen, ob wir unter 50 bleiben in diesem, bei diesem Durchgang. Okay, da drüben ist schon mal der Weg weiter. So, alles hier ausschalten. So, haben wir den Spawner übersehen? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier oben gucken, was hier ist. Ja, hier sind ein Haufen Truhen. Wow, und ich habe den Secret-Durchgang gesehen. Wow. Okay. Das war falsch. Sequenz completed. Okay, jetzt ist alles hier. So, verschwindet Stacheln. Jetzt müssen wir alles hier einsacken. So, erstmal das. Ja. Okay, das ist auch wieder was ganz Nettes hier. Komm. Und die letzte. So. Dann geht's hier runter und dann holen wir uns noch die Vendor-Münze. Ist ja ganz einfach. So. Und tschüss. Gut. Jetzt können wir hier drüben weitermachen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Bronzeschlüssel. So. A passage has been revealed. Keine Ahnung wo. Auf jeden Fall sind hier die Mana-Banner. Das finde ich noch nicht so nett. So. Giftmagier weg. Irgendwo ist eine Secret Passage aufgegangen. Wahrscheinlich die da unten zum Safe Point. So. Silver Key. Für was auch immer ich so viele Bronzeschlüssel noch brauche. Den Defensiv habe ich. Combo Meister. So. Habe ich alles geöffnet. Und ich sehe hier nirgendwo mehr noch Bronze-Tore. Habe ich das Ding oben aktiviert? Ich guck mal kurz. Nein, jetzt ist es aktiviert. So, jetzt ist theoretisch der Weg zum Boss offen. So, ich kann mal gucken, was hast du im Angebot? Charge Damage, Charge Range nehme ich gerne. Und du? Combo Healing. Auf jeden Fall. Hey, Kumpel. Hey. Hey, die magische Maschine, die einst den alten König beschützt hat, ist böse geworden und beschützt nur den neuen König. Und bereite dich gut vor, bevor du hier durchgehst. Ja, habe ich vor. Ich habe vor, noch mal nach oben zu gehen. Au. Na, ich kann ruhig etwas brennen. Ich hätte auch da durchgehen können. Hab vor, kurz noch mal hochzugehen zu den... Okay, ich habe keinen Mana mehr. Zu den... Level 5... Händlern.
die hier sind. Kann ich mir bei Defense noch was kaufen? Nein, da habe ich alles gekauft. Um mich hier noch ein bisschen auszurüsten. Holy Storm Duration, Holy Storm Damage auf jeden Fall. So. Und mehr kann ich nicht. Für mehr fehlt mir das Geld. Aber das wird reichen, denke ich mal. So. Hier mal durch. Dann können wir hier unten durch. So. Bei dir nochmal auftanken. Und ab durch die Tür. The New King. Throne Room. Für was liegt hier nochmal so viel Gold? Und wir haben eine Health Bar, die schwarz ist. Das ist schon mal nicht so toll. Warum zur Hölle liegt hier alles voller Gold und Edelsteine und so? Und voller Truhen. Können wir uns hier nochmal was kaufen? Der neue König. Okay. Das wird die Maschine sein, die ihn beschützt. Au. Okay, wir können ihn schon mal treffen. Und sind hier in seinem toten Winkel. Okay. Nächste Maschine weg. Au. Okay, klappt hier schon mal ziemlich gut. Hier sind wir nämlich wirklich in seinem toten Winkel. So. Au. Also einmal sterben werden wir hier definitiv. Und wir sind tot. Macht nichts. Wir können an ihn herancharchen jetzt. So, und einfach direkt unter dem Brummkreisel spielen. So. Nochmal Brummkreisel. Das spawnt das Skelette. Oder ein Nekromanten. Und wir haben ihn besiegt. Dragonslayen. Aber das Schloss stürzt ein. Wow. Haben wir alle Planken? Nein. You managed to kill the dragon, but not escape the falling castle. Wir haben genau eine Planke übersehen. Ah. Tja, Leute. Minus Modifier. Statistics. Weg. Tja, was soll ich sagen? Wir haben eine Planke vergessen. Und dadurch haben wir nur das schlechte Ende geschafft. Sehr schade. Tja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Let's Play. Das war es jedenfalls mit dem kleinen Nebenprojekt. Ich hatte zwar gehofft, ich könnte euch noch das gute Ende zeigen. Also ich wusste es natürlich nicht, dass es so ein Ende jetzt hier gibt. Mit Planken und so weiter. Aber naja. Wir sehen uns dann hoffentlich bei meinen anderen Projekten. Das macht mich jetzt fertig, dass ich gestorben bin. Also dann. Bis zum nächsten Mal.